Bisher war eigentlich meine Filmtätigkeit auf die Staaten Richtung Las Vegas ausgelegt. Das heißt, die Route 66 von Albuquerque, Santa Fe, Flagstaff, Williams, Seligman und Las Vegas. Verschiedene Staaten, Arizona, Sedona, in der Ecke auch, dann Neu-Mexiko, Oklahoma und so weiter. Ohio hatte ich eigentlich immer ausgeklammert. Aber durch einige Filme letztes Jahr sind jetzt doch 30 dieses Jahr bei mir ums Haus rum zusammengekommen. Allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Das freut mich, denn ich habe jetzt meine Tagesausflüge hier von zu Hause im Radius von 50 Meilen, das sind bei euch ungefähr 90 Kilometer, die ich so ein bisschen abfahre und meine Filme mache. Es macht mir Spaß, die Gegend ist sehr schön und ich fahre sehr gern durch die Country Roads von Ohio hier, gerade wo ich lebe, wo die Amish People zu Hause sind. Hier seht ihr sie mit den Kutschen und mit den Buggies, wie man hier sagt. Und das macht halt unheimlich Spaß, wenn man zu Hause filmen kann. Natürlich freue ich mich wieder auf Europa und auf den Bodensee und auch auf die Strecke der Route 66 wieder Richtung Las Vegas ab März. Filmen macht Spaß und es bleibt auch ein bisschen was hängen. Man hat die Reisen zum Nulltarif und man hat glückliche Kunden. Filmen macht Spaß, habe ich vorher schon gesagt, und dabei bleibt es auch. Und ich filme jetzt weiter und quassel euch nicht mehr voll, denn jetzt kommt der nächste Film schon. Es geht in einer Käserei weiter und in einem Schreinerbetrieb in der Nähe von Wooster. Das ist nicht weit weg von Ohio, wie gesagt. Ich habe den Radius von 90 Meilen und dabei bleibt es mal. Und vielleicht mache ich doch mal eine Ohio-Tour, wo ich dann auch ausgebucht bin, wie bei euch in Deutschland, vom Schwarzwald bis zum Ammersee.